Ja, hallo liebe Leute, willkommen zurück zu einem neuen KiCad Tutorial, KiCad 5.0.2. Wir hatten letztens diesen großen Schaltplan erstellt. Ich hatte gezeigt, wie man hier mit Netzlabeln arbeitet, wie man hier grafische Linien einführt, um auch eine Strukturierung in den Schaltplan zu bringen. Ich hatte die PowerFlex näher erklärt. Und wir hatten den Schaltplan soweit erstellt. Dazu nochmal ein Hinweis. Hier unter dem Menü Einfügen kann ich dann auch grafischen Text einfügen. Das würde dann so aussehen wie hier. Oder auch kann ich auch hier ganz normale Bilder einfügen und dann im Schaltplan positionieren, wer das benötigt. Ja, ein ganz wichtiges Tool, bevor wir hier weitermachen, möchte ich euch noch zeigen. Und zwar, wir nehmen mal einen folgenden Fall an. Wir haben uns hier vertan bei den Konnektoren und möchten diese austauschen. Jetzt haben wir die ja viermal hier verbaut. Und das hat den Nachteil, oder wir müssten jetzt hier händisch das machen. Das geht natürlich über Werkzeuge auch etwas einfacher. Und zwar hier unter dem Menü Werkzeuge, Bearbeiten, Symbol, Bibliotheken und Referenzen. Ich habe jetzt hier mal diesen Connector vierfach ausgewählt. Ich mache hier einen Doppelklick drauf und es öffnet sich der Symbol Bibliotheks Editor. Und ich habe hier schon ausgewählt mal die Bibliothek Konnektoren und wechsle mal hier nach unten auf die Konnektoren. Brauchen wir den vierfach. Das ist der jetzt verbaute und ich wechsle das einfach mal hier auf den Stecker. So, mit Doppelklick wähle ich das aus. Ich mache das Fenster mal etwas kleiner, dass man es besser sieht. Wähle ich das aus und ich sehe jetzt hier die neue Referenz. Und wenn ich jetzt hier auf Apply gehe, wird das also im ganzen Schaltplan dieser Connector getauscht. Ich bestätige mit OK. Und wir sehen hier, es sind jetzt alle vier Konnektoren geändert auf die weibliche Seite. Ja, jetzt müsste ich das also hier nur noch mit Move und Rotate wieder andocken und hätte damit alles getauscht. Ja, was wollen wir als nächstes machen? Als nächstes, bevor wir eine Platine erstellen, ist noch ganz wichtig eine Stückliste. Das erleichtert die Bestellung beim Elektronikversender um die Ecke ganz gewaltig. Und das machen wir hier über den Button Stückliste erstellen. Oder über Werkzeuge Stückliste erstellen. Wenn ich jetzt hier draufklicke, öffnet sich dieses Fenster und wir benötigen ein Plugin. Gibt zwei Möglichkeiten: Plugin entweder vom Internet irgendwo herunterladen, da gibt es eine ganze Menge schöne, oder einfach KiCad nutzen, da ist es nämlich schon das eine oder andere mitgeliefert. Wir gehen hier auf Plugin hinzufügen und wir geben uns automatisch in den Ordner C-Programmfiles KiCad bin. Für die Unix-Leute oder Linux-Leute ist das dann /usr/share-kiCad-bin. So, hier haben wir dann einen Ordner Scripting, Doppelklick und da nochmal Plugins. Und wir nutzen hier dieses Plugin BOM2GroupedCSVXSL. Doppelklick. Wir werden nochmal gefragt, ob wir diesen Namen behalten wollen oder einen anderen vergeben. Einfach mit OK bestätigen und dieses Plugin ist damit hier aktiviert. Als nächstes brauche ich jetzt nur noch auf Erstellen zu klicken und die Liste wird erstellt. Und wir sehen hier unten auch, wo das Ganze hingespeichert worden ist und dass es erfolgreich war. Wir schließen, öffnen unseren Explorer und wir sehen jetzt hier zwei neue Dateien. Das ist einmal Tutorial12.xml. Die brauchen wir in dem Sinne nicht, sondern wir sehen hier oben Tutorial 12. Die ist nach Linux-Konvention erstellt worden. Das ist eine CSV-Datei, aber ohne Endung. Das wollen wir gleich ändern, damit das Windows auch das entsprechende Programm dazu nutzen kann. Mit der Taste F2 benennen wir es um und fügen einfach die Dateiendung .csv hinten an, mit Enter bestätigen und wir sehen, Windows erkennt jetzt, jawohl, das ist eine CSV und nutzt hier automatisch das Excel-Programm, das ist bei mir das OpenOffice.
Doppelklick auf die Datei. Es öffnet sich LibreOffice und es wird der Importassistent geöffnet, weil es ja eine CSV ist. Und ich sehe hier, es ist schon alles schön sauber, ordentlich in den entsprechenden Tabellenspalten geordnet. Ich bestätige mit OK. Und es öffnet sich jetzt hier das Kalkulationsprogramm und ich sehe jetzt hier eine ganze Menge Informationen. Hier einmal die beiden Boards, der Step-Down-Wandler und das RS-485-Board. Da haben wir hier jeweils eins davon, dann die Dioden, die Konnektoren, vierfach den Sechsfach-Konnektor, die Relais. Und wir sehen hier die beiden Sockets vom Arduino. Das sind diese beiden Sockets hier, P1, P2 und P3, 4, 5 und 6 für die Montageholes. Die können wir dann entfernen, können wir jetzt hier entfernen und ich könnte hier meine ganze Liste durcharbeiten, um entsprechend meine Bestellung zu generieren. Ja, das soweit. Und ich sehe also hier wirklich schön übersichtlich, was ich hier alles benötige und kann dann auch entsprechend beim Versender um die Ecke meinen Warenkorb erstellen, beziehungsweise wer das auch unterstützt, die Elektronikversender, die das unterstützen, kann ich diese Datei auch hier so weit bearbeiten, dass ich sie dann direkt uploaden kann und mir das Material direkt bestellen. Das ist, denke ich, eine ganz interessante Sache. Das soll es dann auch für heute wieder gewesen sein. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und im nächsten Tutorial fangen wir dann auch wirklich an, mal eine Leiterplatte zu routen und zu erstellen. Ich denke, das hat jetzt auch lange genug gedauert. In dem Sinne, alles Gute und bis demnächst.